Willkommen zurück zu Let's Play Krieg im Norden, what the fuck, Jens. Wir sind bei den Spinnen und suchen Radagast in den Reichsradikalen, also den Braunen. Radagast ist ein Nazi. Ein Moment. Was ist das denn? Weiße Spinnen. Oh nein! Sie sind Albinos. Oh, oh, sie sterben. Oh! Warum machen die so viel Schaden? Uns machen die nicht so viel Schaden. Mit zwei fixen Angriffen einfach mal so ein Urukai zerstört. Das will ich auch können. Tja, du wurdest gerade beschossen. Ja, töte die mal. Würde ich ja gern, aber... Oh mein Gott, ey. Oh, Farin ist... Eradon, was kannst du eigentlich? Farin ist so lahm. Okay. Ich habe irgendwann mal Equipment bekommen. Hm, schlecht. Schlecht. Das ist mit Sicherheit alles schlecht. Schlecht. Ich brauch mal meins durch. Schlecht. Ach, da kommen noch mehr Spinnen, okay. Yep. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem Heilsamen. Das sind Spinnen, das sind unglaubliche Sperren. Quasi. Ja, was sollen die sonst machen? Ich meine, die haben ja sonst nichts anderes drauf. Also, ich muss mittlerweile sagen, mir fehlt ein bisschen so die Abwechslung bei den Gegnern. Ach, wieso? Wir haben vorhin die ganze Zeit Orks geprügelt und Urukai und jetzt prügeln wir die ganze Zeit Spinnen und Orks. Ja, aber. Oder Urukai. Aber immer so viel auf einmal. Oh shit. Weißt du, warum mich das erinnert? Das erinnert mich an Musou-Spiel. Alter. Schnell, aktivier beim Berserker. Oh, kann ich nicht einfach. Combat Roll so. So, Farin rächt sich an der ganzen Gattung Spinnen. Mehr viele Viecher, mehr viele Los, Viecher. Los, tötet Ära dann. Sehr schön. Er ist bald am... Ja. Jo, Instant Revive funktioniert. Also ich hab's gerade mal ausprobiert. Ich habe zugesehen, wie Ära dann stirbt und dann habe ich ihn wieder belebt. Ist das grausam? Vielleicht. Hat sich's gelohnt? Ja. Emergency Medic. Yep. Lazarus. Tja, ja, quasi. Es könnte vielleicht optional sein. Ich glaube, das ist alles ein bisschen intertwined. Das Einzige, was die Spinnen machen, ist, was die Spinnen können, ist Schaden machen. Ja. Und halt die Masse. Okay, da hinten ist eine Kiste, ne? Ich denke mal, dass das dann optional ist. Ja, aber irgendwie geht's da drüben auch weiter. Aber ich glaube, da geht's nur einmal um den Felsen rum. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Da ist soweit nichts. Und hier? Na, hier geht's dann zurück. Oh, da sind wieder Spinnen. Kein feindliches Geschoss kann oh, hier ist, ein Loothaufen. Also in dem großen Ding, wo wir vorhin waren. Oh ja. Letzte Spam. Also quasi hier. Da ist noch eine Spinne. Jetzt war da eine Spinne. Ach so. Hm. Ja, und jetzt? Ich war gerade am Überlegen, ob ich die Armbrust ausrüste, aber. Ja. Es macht viel mehr Spaß, Leute zu prügeln. Nein, eine bessere gefunden. Eine einigermaßen bessere.
Warte eben kurz. Und den Checkpoint. Soll ich ihn schon aktivieren? Moment. Okay. So, jetzt. Oh, okay, ich hätte ihn aktivieren können. Nee, Dingens, Dingens, ja, du genau. Willst ja jetzt, du willst ja jetzt noch insgesamt eine halbe Stunde machen, oder? Noch 25 Minuten. Ich hab ja, deswegen. Das war alles, das habe ich nur gerade jemand anderem mitgeteilt. Ah, okay. Herz des Netzes. Und wir haben einen Shop. Ja, ey, dann würden wir zurückgehen zur Zwergen... Zur Zwergen... Mein yep. Gott. Hier ist jetzt unser neues, neuer Hub. Okay, ich habe die neue Armbrust gerade verkauft. Ich glaube, das hat meinen inneren Konflikt dann wohl erledigt. Wie viel macht deine momentane Armbrust? Warte. Und Damage? 482 bis 549. Ich habe hier eine mit 491 bis 594. Boah, aber ich kann auch erstmal schauen, ob ich sie vielleicht auch kaufen kann. Nee, die habe ich im Inventar. Achso, dann nehme ich sie gern. Moment. Ich muss immer mal ins Inventar. Die Macht gibt auch noch plus 55 HP. Kartenfragmental. Danke. Glaubt Tal ist wieder so eine Adventure-Map? So, es verkauft was Sinnvolles. So, da, 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 da. So. Ach so, stimmt, wir sitzen ja hier noch in einem normalen Dingens drin, ne? Normal, weißt du. Dingens? Hier im. Wegen Störungen und so weiter. Oh! Oh! Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist sowieso zu spät. Ich guck noch eben kurz den Laden durch, ob da was für mich bei ist, aber ich wette mal nicht. Ich scout ein bisschen. Also die nächsten 5000 Meter kommt offensichtlich nichts. Lauf doch, Checkpoint. Blöde Elfenschlampe. Ich bin eine Elfin. Oh, oh, ich kann die AB-Taste nicht benutzen. Oh. Die Elfe. Zu cool zum Rennen. Galong, Galong. Ja. Toller Waldläufer bist du. Ja, ist auch so. Oh, kleine Spinnen, die aus dem Nichts kommen. Ja, ohne jetzt nichts verschwinden. Der Zauberer? Nein, nein, meine Lieben. Das ist Essen. Was? Ja. Sainatra? Er sagt, der Zauberer muss sterben. Wer ist er? Ach so. Hagandor. Befehlt er. Und das werde ich. Aber noch nicht. Noch nicht. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Boah, der sieht lecker aus. Lass ihn auf mein Vergnügen. Alter, ey. Yo. Wie die Augen zucken. Ja. Das ist kaum eine Mahlzeit für jemanden wie mich. Aber vier, das ist ein Fest. Lecker. Ich will nur mal so anmerken, dass die Istaris so stark sind wie Maya. Vielleicht sogar stärker, ich bin mir nicht sicher. Funktioniert das? Adler, Adler! Oh. Oh, jetzt kommen kleine Spinnen. Minimis. What the fuck? Wie hat er mich getroffen? Shit. Shit. Muss hier was drücken oder? Fuck. Ja, X. Und ja, der Kampf ist genauso wie bei Frodo und Panka. Okay. Also im Sinne von
Das ist eine dicke Spinne. Super. Ja, und sie wollte mich mit ihrem Stachel erstechen. Was? Gekrittet. Schon wieder, ey. Gekrittet. Ja, du krittest und ich weich aus. Ist okay. Wir brauchen dich? Ist schon wieder jemand gestorben? Nein. Nee. Noch mehr Spinnen. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Komm, die ist fast tot. Oder sollen wir erst noch die kleinen Spargelspinnen killen? Macht sie tot! Cool. Spider Slayer. Lasst ihn jetzt langsam ab. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Hm. Jo, Gandalf. Jo, Hobo. Hobo Mage. Unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft Fliegen gegenüber mehr Mitleid zeigen. Wie bist du in diesen Schlamassel Seinatra hat mich geschnappt. Hat mich einfach überrumpelt, fürchte ich. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, etwas wie sie in diesem Teil des Waldes... Wisst ihr, ich kam hierher, um mich vom Ärger fernzuhalten. Schatten breiten sich aus über dem... Roskubel, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nahe an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. Also kam ich hierher. Ich habe einige solcher zu... Aber kenne ich euch? Nein, Radagast. Aber du kennst mich. Ha, junger Beleram. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Elben, dies entpuppt sich langsam wirklich zu einem recht außergewöhnlichen Tag. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben... Wir suchen den Drachen Urgos, der in den grauen Bergen lebt. Aber wir haben keine Zeit für eine lange Suche. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Ihr wollt ja einen Drachen finden? Oh, meine Lieben, ist das wirklich weise? Du könntest vergiftet sein in den Reihen, okay? Weißt du, wo er zu finden ist? Smog. Nun, er ist ein Drache, also würde ich... Ja, so viel... Ich habe nicht die leise... Es scheint, wir wurden falsch in... Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo Urgos lebt, aber ich könnte es vielleicht herausfinden. Ich wusste, du würdest ihn brauchen. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau und auf deine eigene Weise gerissen wie... The fuck? Plop. Was wir herausfinden können. Wir könnten das eine oder andere wissen. Hat Radagast nicht eigentlich nur einen Hut? Keine Ahnung. Oh mein Gott, die Vögel! Ness ist so endet wie ne. Guck mal, liegt noch ein Hammer. Stephen King, oder? Hä? Die Vögel? War das Stephen King? Ne, es war Alfred Hitchcock. Was? Alfred Hitchcock. Ah, stimmt, Hitchcock, ja klar. Ich verstehe, ja. Boah, die haben sogar den Vogel animiert, während er trällert. Das gibt's doch nicht. Du bist sehr mutig. Gut gemacht, mein Freund. Ja, verpiss dich. Da hast du was. Könntest du das vielleicht erklären für diejenigen unter uns, die nicht die Sprache der Schwalben sprechen? Für die, die nicht Schwalbe sprechen? Oh, das tust du nicht. Das ist wirklich schade. Sie sind recht nette kleine Kerle, haben immer etwas Nettes zu sagen. Na, was hatte der denn zu sagen? Recht viel sogar. Hier, ich zeig es dir. Hexe, verweint ihn! Okay. Flashback! Der Vogel. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Warum auch immer der Vogel in einer Berghöhle rumrennt. Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt, Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Drache. So mächtig du auch bist, du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Nur, dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst.
Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Jo, okay. Ackerbau. Oh, cool. Okay. Loot? Cutscene zu Ende. Loot von Radagast. Talk to Radagast. Erst looten. Kriegsschwert aus dem Waldreich. Oh, I see. Oh, die Spinne liegt immer noch da. Der Kadaver. Heute gibt's Spinnenfleisch zum Essen. Oh ja. Oh, immer noch hier? Bist du gerade mit Radagast? Es sind viele Feinde in der Nähe. Macht euch deswegen keine Sorgen. Ich lebe seit einer sehr langen Zeit. Wohin wirst du? Vielleicht besuche ich meine Freunde bei den Waldelben. Oder ich könnte auch bei einigen Leuten vorbeischauen, die ich bei den Beorningern kenne. Es gibt sogar eine nette Dachsfamilie, die mich vielleicht aufnimmt. Verzeih. Ja, in der Tat. Ich weiß, was ihr denkt. Wie kann man mit einer Bande mürrischer alter Dachse zurechtkommen? Es stimmt. Ja. Also das ist die filmähnlichste Erfahrung. Sehr interessant. Versammle die Gefährten, um durch diese Tür weiterzugehen. Da. Also wollen wir nicht mit Radagast reden? Okay. Wir haben doch gerade mit Radagast geredet. Also du kannst doch mal mit ihm reden. Urgost. Hab ich doch. Ja. Ja, okay. Na, zumindest habe ich den meisten Schaden gemacht. Fühle ich mich als Zwerg nicht ganz scheiße. Ey, guck mal, ist das nicht hier der komische Wolfrun da oder ja, so? Keine Ahnung. Ja. Wolfram. Wolfram. Wir sind sehr nahe am Nest des Drachen und müssen jetzt vorsichtiger sein. Es ist das Beste, wenn ihr zu Fuß weitergeht, während wir euch von oben Deckung geben. Glaubst du, der Drache wird nach uns? Ich hoffe nicht. Aber Drachen sind für ihre scharfen Sinne berühmt. Ich befürchte, er wird uns schon sehen, hören oder riechen lange. Es hat keinen Sinn, noch länger. Tschüss, Bellaraum. Tschüss, Sikorsky. Was für Menschen sind das? Was für Menschen sind das? Was? Wo sind Menschen? Oh, können wir den abfinden? Also kommen noch Menschen? Ich hab's nie durchgespielt. Was? Oh mein Gott. Da sind Menschen. Was sind das denn jetzt für Barbaren? Ich würde sagen Abwechslung, aber die haben schon wieder dasselbe Equipment wie die Orks. Oh mein Gott, ein Zauberer. Nicht mehr lange. Wie der einfach zusammengeknickt ist. Achso, der macht um einiges weniger Schaden als die Schreckspinnen. Vielleicht sind dies die Überreste der Männer, die vor langer Zeit dem Hexenkönig gedient haben. Okay. Cool Story, Bro. Egal, es sind Gegner. Die haben wir auch alle platt. Oh, hier ist eine Burg. Und noch eine Burg. Das war ein Zufall. Und ein Loothaufen. Loot für den Grimstroke. Bis zum... Aua. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Zaubererboy nervt hier so ein bisschen. Dafür haben wir ein Schild. Richtig. Ich würde gern die Dauer von meinem Berserker-Modus verlängern. Rüstungsbrecher kriege ich jetzt mehr Schaden oder was? Also der Zauberer zaubert einen Debuff. Okay.
Rob. Für sowas habe ich ja nicht. Alter, wie sauer Farin ist. Ich habe ihm gerade die Hand abgetrennt. Läuft doch. So, was gibt's diesmal? Oh, Müll. Oh, wie unerwartet. Oh mein Gott, ich sehe einen Händler in der Ferne. Kämpfe ich mit Orks zusammen? Jo, was ist denn bei dir los? Andrea, der kommt aus dem Stöhnen nicht mehr raus, Mann. Oh, ich habe einem den Arm abgetrennt. Sehr gut. Sehr schön. Alter! Wer, du? Jedem, was er verdient! Schon wieder? Ah, ja, ich benutze wieder einen Heiltrank. Moment! Ich hab nur noch 30 Heiltränke, Mann. Ich hab 43. Na, schlecht. Ich weiß noch, dass die Dinger selten waren. Das ist wie Titan Quest, wenn du ohne Medic spielst. Ja. Das stimmt. Da spart man sich schon einiges an Geld, wenn man Medic dabei hat. Ja. Oh, ich muss irgendwas reparieren. Fuck. Ja, das wird in der Nähe wahrscheinlich gleich ein Laden sein, wenn das stimmt, was du gesehen hast. Der war oben am... Möge das Licht des Sterns von Elbereth meinen Freunden Hoffnung und meinen Feinden den Tod bringen. Was? Alter. Hör auf, so viel zu labern. Cast einfach den scheiß Spell. So. Ein weiterer Minion tot. Ich wünschte, die Fähigkeit würde die Leute hier auch staggern. Aber das tut sie nicht. Scheißteil. Schade, Bogenschütze. So schade finde ich es nicht. Unten war noch ein bisschen was Optionales. Naja, ich muss jetzt nicht unbedingt hin. Okay. Geh mal runter. Oh, der. Ach, hier ist nur ein Bogenschütze. Mist, Kerl. Oh, Grimmschlag. Das klingt heftig für ein Schwert. Oh, das ist aber nicht. Hm. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Schatzkiste und ich sehe eine geheime Wand vor mir. Jo, läuft doch. Klopf, klopf. Achievement unlocked, Seeker. Weil ich wahrscheinlich genug Secrets gefunden haben. Mhm. Gut möglich. So, was haben wir denn? Oh, eine bessere Rüstung. Ach, ich habe ein Level abgekriegt? Cool. Meine Schuhe sind fast kaputt, ne? Du bist jetzt auch Level 16. 18. Ja, ich bin Level 18. So, was kommt denn hier noch? Klopf, klopf, klopf. Hi. Sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Wo
Was ich in dem Spiel wirklich quasi noch nie benutzt habe, ist Blocken. Brauchst du irgendwie auch nie so wirklich. Ja. Hey, da liegt eine Mana-Potion rum. Ich weiß, weich halt immer aus. Ja. Ist nicht so wie in Dark Souls. Wo man auch überhaupt nicht ausweichen muss oder so. Nein, ich meine aber in Dark Souls bringt es schon was, wenn du blockst. Ja, je nachdem, was für ein Bild du hast. Ja, klar, oh. Aber... Hier fällt man runter, okay, gut zu wissen. Ach, der Magier nervt. Also hier ist wieder Kiste über Kiste über Kiste über Kiste über Kiste. Aber nicht die großen Kisten, ne? Nein. Was? Fühle ich nicht. Ich sehe den Laden immer, den Laden immer noch. Ach, der ist da hinten oder was, ja. Yep. Urukai! Oh, tschüss! Urukai wohl eher. Haha. Genau das. Fast ein Level up. Fuck. Ich brauche mehr kritische Treffer. Mal 5. Oh fuck. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Mein Schwert greift dich an. Ja, wahrscheinlich. Also. Ich glaube, weiter habe ich. Also, besonders viel weiter habe ich noch gar nicht gespielt gehabt damals. Okay. Ich glaube, den Drachen habe ich nicht besiegt damals. Yay, Lamanzo. Das hat ja dann auch gepasst. Ja. Ja, dann jetzt noch eben hier Shop. was passiert, wenn ich das Ding auflevel? Ach so, die wiederbelebten Verbündeten kriegen mehr Leben. Okay. Ist okay. Dragon Horde. Wahrscheinlich Horde so und so viel Geld. Ja, wenn du so und so viel Geld, glaube ich, hast. Oder irgendwie gekriegt hast, keine Ahnung. Soll man dann eben, weiß nicht, zurückgehen, Sachen reparieren? Ja, und eventuell neue Sachen kaufen, klingt das schlecht. Waiting for other players. Ja, gehen wir noch in den Bad zurück. Heilmittel können durch Drücken von 5 und 6 aktiviert werden. Okay. Ach, jetzt müssen wir ja erst wieder so weit rennen, ne? Das muss vor allem warten, bis die Animation durch ist. La la la. Sind da fast da. Was ist das hier? Also, Galar. Ja, sag mal, was du hast. Das war's für heute mit Let's Play Herr der Ringe Krieg im Norden. Nächste Folge geht's weiter. Eventuell treffen wir dann den Drachen, mal sehen. Vielleicht auch übernächste, was weiß ich. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Herr der Ringe Krieg im Norden. Bis dann, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao, ciao.